Wie war Ihr Eindruck jetzt vom Auftakt? Auch wir sind sehr happy. Wir haben ja die Premiere von Online Motor Deutschland hier in München im Olympiapark gemacht. Erstens, das sieht man, das Wetter ist schön. Das heißt, der Wettergott meint es gut mit uns und wir haben eine volle Halle. Und was erwarten Sie für sich so an Neugeschäft daraus? Also wir haben jetzt keine Geschäftszahl im Sinne von Umsatz, die wir damit machen wollen, aber wir machen Online Motor Deutschland oder Online Motor als Google ja nicht nur in Deutschland, sondern wir machen das auch in England, wir haben das in Spanien gemacht, wir haben das in Polen gemacht und wir haben in England bisher so 120.000, 150.000 Unternehmern dabei geholfen, die ersten Schritte im Internet zu machen. Wenn uns das annähernd in der Größenordnung auch in Deutschland gelingt, wäre das super, aber so hoch setzen wir unsere Ziele gar nicht. Ein paar 10.000 wären schon super. Und welche Branchen haben am meisten Nachholbedarf? Ich denke, der Nachholbedarf geht jetzt weniger auf die Branche oder die Unternehmensgröße. Es gibt sehr, sehr innovative Unternehmen im Handwerksbereich, es gibt sehr, sehr innovative Unternehmen im Handelsbereich und gerade diese Vorbilder sind ganz, ganz wichtig, dass die anderen Unternehmen auch nachkommen. Natürlich liegt es nahe im Handel zu sagen, ich hänge da einen Webshop an meine Seite dran, aber auch ein lokales Unternehmen wie ein Fahrradserviceunternehmen oder ein Bäcker profitiert davon, wenn sie gefunden werden, wenn sie sich präsentieren können und sich damit einer größeren Kundenschicht erschließen. Sagen wir mal, ein B2B-Unternehmen, ein Bauhandel, wie würden Sie bei dem argumentieren, dass er unbedingt ins Internet muss, wenn er jetzt schon gute Kontakte hat zu seinen Geschäftspartnern, alles läuft? Also bei den B2B-Unternehmern gibt es drei wichtige Argumente, die zählen. Das erste ist, mittlerweile ist eine Webseite sowas wie eine Visitenkarte geworden, wo man sich präsentieren kann, wo man auch mehr Informationen anbieten kann, als man vielleicht in einem ersten Verkaufsgespräch oder einem ersten Angebotsgespräch bieten kann. Wir sehen das zum Beispiel, dass sehr viele Unternehmen jetzt auch schon Video auf ihre Seiten einbinden, um sich dort professionell zu präsentieren. Das heißt, dass das Internet als Visitenkarte als erstes Argument. Das zweite Argument ist gerade im B2B-Bereich, größere Zielgruppe. Wenn Sie heute gut etabliert sind in München, expandieren wollen nach Nürnberg, Stuttgart oder vielleicht über die Landesgrenzen hinaus, dann ist das Internet der Weg, wo Kunden Sie finden werden, weil auch im B2B-Bereich wird viel, wenn ich das so sagen darf, gegoogelt. Und das dritte und ganz wichtige Argument ist, dass Sie sich auch im Wettbewerb besser positionieren können. Es ist auch ein bisschen so, dass das Spiel, wer ist der Erste, wer ist am besten positioniert, wen findet man als Ersten, wer ist bei Google an erster Stelle, um auch ein bisschen über die Kompetenz, die Größe, die Wichtigkeit des Unternehmens zu kommunizieren.